Hallöle und guten Tag, hat er gesagt. Ich bin hier gerade mit der Katze hinten am Kämpfen. Die hat so Leckerlis, ne? Und fische die aus der Tüte hier hinten raus. Und ist mal bei mir. Und versucht sich da einen gut zu machen. Du kriegst noch ein paar hier hin, Mäuschen? Ja, mach mal Gesicht raus sonst. Und nicht so viele, ne? Sonst wirst du noch fetter als der Papa. Und der darf ja nicht sein. So, wir haben Gülle hinter uns. Naja, eigentlich im Feld neu. Aber auch Gülle hier noch vor Ort. Und das ist unser, ja, schwierigste Problem. Und, ja, der hängt wieder, weil das ist wieder geladen. Das geht gleich wieder weiter. Nicht wundern oder so. Jetzt bin ich nur flüssig. Der Rest kommt aber auch noch. Wir hatten ein paar Updates. Die haben wieder ein bisschen was neu gemacht. Ein bisschen was behoben. Beziehungsweise auch so eigentlich Performance-Probleme. Das Gras haben sie ein bisschen angepasst. Das wird jetzt von der Entfernung ein bisschen anders dargestellt, beziehungsweise gerendert. Und auch so viele Kleinigkeiten, wie jetzt der Händler wird angezeigt, da wo wir noch gar nicht sind, was noch nicht so wichtig ist. Man hat auch dass man Gebäude reparieren kann. Irgendwo habe ich gelesen, ich weiß, da wissen wir auch noch nicht so richtig wo. Ne? Also so ein paar Sachen sind zu machen. Und die sind unzufrieden, weil sie keine Seife haben, ne? Ein neuer Dorfbewohner ist zugewandert. Katze hat jetzt mittlerweile hinten alle weggefressen. Gülle ist immer noch das größte Problem. Bretter haben wir jetzt auch nicht so viele. Da könnten wir eigentlich in unserer Bretterei... Ja, da sind sie voll am Sägen, ne? Weil Holz und sowas haben wir. Spaltplatz brauchen wir nicht unbedingt. Der eine, der zukam, ist eigentlich ganz wichtig. Hinten wollten wir ja den Sammler machen. Ach Katze, jetzt kommst du ganz öfters, ne? Kommst du ja öfters mal gucken, ob da vielleicht was Leckeres ist, ne? Jetzt guckt der wieder da hinten. Ist der bescheuert. Hast du noch was gebunden? Oder leckst du jetzt die Felddecke ab? Die wurde extra da mal hingelegt, damit Katze das ein bisschen gemütlich hat, ne? So, Budi. Jährliche Steuern. Oh, guck einer, guck, wa? So viele Steuern. Das ist nice. So. Ich weiß noch gar nicht so richtig. Oh, haben wir das jetzt fertiggestellt hier? Das ist ja mein Kompostplatz. Sammeln, sammeln. Oh, wird das irgendwann auf den Kompostplatz sammeln? Fäkaliensammler, menschliche und tierische Abfälle, die nutzbaren Kompost umgewandelt werden. Kompost kann zu Ackerfeld hinzugefügt werden, um deren Fruchtbarkeit zu erhöhen. Ja, na ja, dann sind wir doch hier bei unserer Felderwirtschaft ganz, ganz sehr gut und aufgenommen. Ich guck hier mal, weil sie wieder sagen, ey, Digga, das ist hier wieder ganz wenig an Nahrung. Sieht's hier ganz okay aus. Hier ist ja unser umgepflanztet, was jetzt natürlich für diese Jahreszeit nicht so ist. Hier hätten wir noch Feldsalat. Ich wollte mal hier eigentlich auch noch gucken, was hier so in der Nähe ist. Sonst so haben wir ja hier eigentlich nur rumgeforscht, beziehungsweise geguckt. Ich hoffe eigentlich, dass es irgendwo... Oha. Gebäude steht in Flammen? Wie so ein Ditte. Ey Leute, das brennt. Ja, steht in Flammen. Und was mache ich jetzt? Hört er doch alleine auf zu? Gibt es hier eine Feuerwehr jetzt? Ach, da ist ein Blitz eingeschlagen, ne? Oh! Habt ihr die gesehen? Voll nebenan. Schule? Rattenfängerhaus. Was machen die jetzt hier? Was macht denn der? Sägt Holzbretter? Oh, haben sie doch noch geschafft. Also noch können wir nichts machen hier anscheinend. Aber wie kann ich denn dich jetzt reparieren? Kann ich dich reparieren?
Ja, dieses Problem wollten wir hier durch den Jäger eigentlich auch noch verhindern. Weil den Jäger sagen, hier, du sollst mal ein bisschen die umnatzen, ne? Ich denke mal, der würde eigentlich das hier immer irgendwie machen können. Beziehungsweise ein Bein sammeln können. Ich verstehe das hier immer noch nicht. Nee, ich will es gar nicht erweitern. Aber hier mit den Acker, ganz ehrlich, hier mit dieser 1 verstehe ich nicht. 1, 2, 3. Es sagt mir jetzt nichts, ob jetzt hier irgendwas richtig gut ist, ne? Also ob irgendwas richtig Sinn macht besonders, ne? Besonders hier ist das jetzt das erste Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr, ist das jetzt in 3-Jahres-Wirtschaft oder kriegt eine Info dafür oder und so weiter und so fort. Also wir sind jetzt im ersten Jahr. Ich bin mal gespannt, wann das irgendwann zu Ende geht und denn, ob denn das zweite Jahr denn da kommt. Also wenn wir sagen, ey, pass mal auf hier, das ist ja Stadtzentrum Stufe 2, was wir ja sind, oder? Aktuelle Stufe. Und vielleicht liegt es aber auch daran, vielleicht haben wir ja nichts. Was brauche ich denn? Ach, wir bräuchten Eisen. Verbesserungs... 250 Goldbahn? Ihr seid doch bescheuert. Ihr seid doch richtig bescheuert. Wie soll ich denn das denn stemmen? Also klar, wir könnten auch mit Mine wahrscheinlich irgendwie was produzieren, aber jetzt im Momentan, ihr seid doch echt einfach nur bescheuert. Sind welche arbeitslos hier? Ne, 42 zu 52, also wir haben von denen, von der Warte aus haben wir hier noch. So, Räucherer haben wir, wir haben Fikaien, Sammler, Wagner. Oh, können wir jetzt, wo haben wir den denn hingestellt? Was bist du denn hier? Achso, du bist der Spaltplatz-Mensch. Ja, das ist okay. Es geht nun mal auch irgendwas verloren. Hier ist ja noch die Sägegrube. Braune Sägegrube. Ja, wir müssen ja erstmal jetzt ein bisschen sägen hier, ne? Da oben, Sega. Sega Mega Drive. Ist denn eben halt erstmal so. Aber wir müssen Wagendienst da. Baut Wagen. Okay. Der baut einfach dann so die Wagen, oder was? Also ich brauche jetzt hier nicht irgendwas machen. Gebäudeproduktion umschalten. Ich weiß nicht. Soll denn was anderes bauen? Also kannst du denn... Vielleicht kann man ja denn... wirklich... was anderes machen, ne? Also denn noch was anderes auswählen dafür. Das ist... wesentlich möglich, dass das vielleicht gehen würde. So, und dann bräuchte ich noch die Bogensache. Hier ist ja Bäckerei und ein Kornspeicher. Der Kornspeicher selber weiß ich jetzt gar nicht, ne? Der Lager. Ein oberirdisches Gebäude zur Lagerung von Weizen und anderen Getreide. Der Kornspeicher erschwert auch Ratten und anderen Schädlingen Nahrung zu stehlen. Ja. Hier wäre das eigentlich Rohstoffe, wenn wir Getreide hätten. Aber ich glaube, wir haben kein Getreide mehr. Ich weiß nicht mehr hier so. Ich weiß auch gar nicht, wo wir Getreide sehen, ehrlich gesagt. Hier Getreide haben wir gar nichts. Aber nicht alles weg, aber wir wollten ja eigentlich auf dem Bogen da, aber da wüsste ich jetzt nicht, haben wir den schon? Wird Schmied Bogner? Nee. Ich hätte wirklich gerne so ein Menü, wo man noch sieht, was wird denn gerade gebaut. Oder das hier jetzt, wie mache ich den denn jetzt?
wieder auf Gesundheit, volle Kanne. Weil ich weiß ja, denn ist ja irgendwann hier alles vorbei, ne? Hier wohnt ja gar keiner jetzt. Das ist aber auch traurig, ne? Ja, dann versuchen wir erstmal einen Bogner herzustellen, ne? Ein Bogner-Gebäude. Ich finde es schade, dass man nicht diagonal machen kann. Dann bauen wir den einfach hier davor. Machen vielleicht hier hinten noch eine Straße durch oder so. Wenn wir so weit können. Hier ist er denn eine Hütte, ne? Ja. Ich weiß ja nicht, ob das denn so wichtig ist. Oh, hier das Lagerhaus ganz schön weit weg von irgendwie ein, ne? Vielleicht wäre es ja auch besser, wenn wir Lagerhaus noch hier irgendwo hinten bauen. Einfach weil man auch die Ressourcen hat, ne? Gerberei, Booster, Hunger, Korb, Kompost. Haben wir nicht hier, ach hier, da normale Lager. Ach, bei denen ist egal, wie rum der steht, gut. Dann kann dir der wirklich egal sein. Nahrungsmäßig sieht es gut aus. Bin richtig zufrieden. Da haben wir den jetzt auch gemacht. Gucken wir hier mal hin. Jetzt sind wir da oben noch, ne? Ja, Ernte und dann wird das Feld gemacht. Denke ich mal. Warum sammeln wir das eigentlich nicht ein? Ah, hier, guck mal. Getreide haben wir doch noch. Aber nicht im Kornspeicher. Warum denn nicht? Kein Wurzelkeller. Oh, ich habe keinen Wurzelkeller? Das müssen wir aber auch noch ändern. Rübenkeller, Lagerhaus. Hä? Wo ist ein Wurzelkeller? Also dieses Rattenfängerhaus finde ich ja hier hinten auch gleich ganz wichtig. So sagen, das kommen, wir machen das hier beim Kornspeicher in der Nähe. Ah, die Windmühle selber, alte braune Säge oder was? Schwere Werkzeuge. Wie mache ich denn schwere Werkzeuge? Da müssten wir vielleicht mal gucken. Tongrube. Arbeitercamp. Arbeiter werden genutzt, um kontinuierliche Holz zu ernten und Steine abzubauen. Zu gewisse Arbeiter werden Materialarbeiter können deponieren, wo die Wagen sie einsammeln und viel effizienter in die Siedlung transportieren können. Temporäre Unterkünfte, die in der Nähe abgelegener Arbeitsstätten errichtet werden können. Ah, okay, gut. Also heißt, wenn wir das jetzt hier so machen, hierzu zum Beispiel dran. Ne? Dann, okay. Ja. Wir brauchen ja immer Holz, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Aber ich suche noch, das ist die Tongrube, nicht so interessant. Mine, Sandgrube, das kommt halt später an. Imker, Töpferei, Weberei, Kerzenwerkstatt, Seifen, Holz, Rüstung. Okay. Und das ist nur der Bogner. Achso, ich sehe ja immer unten, was die herstellen, ne?
Produziert, produziert, produziert. Aber keiner wäre schwere Werkstoffe, ne? Geber, Schuster. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern. Obstplantage. Oh, Obstbäume in der Nähe. Aber da brauchen wir auch ganz schön viel für, ne? Aber vielleicht sind es auch nur welche, die man kaufen kann. Ich würde jetzt einfach so einen Handelsposten hier neu hinklatschen. Die sind ja erstmal schutzlos, ne? Das ist klar. Das heißt, wenn hier einer kommt. Achso, das ist egal. Lände zu steil. Ah, neben dem Friedhof ist er aber jetzt auch nicht so geil, ne? Aber wir können das da machen. Ist okay. Dann haben wir, dann wissen sie ganz genau, wenn sie peitschen, dann kriegen sie auf den Kopf, ne? Dann werden sie halt sterben dafür, dass sie uns denn verarschen wollten. Dann ist das halt so. So, wir haben gar keine Freien jetzt mehr. Sind Arbeitercamp da oben schon fertig? Wir brauchen von unseren Holz Menschen hier eigentlich nur zwei und bei den anderen Holztypen. Oh. Ja, so viele brauchen wir denn auch nicht, ne? Elemente, oh, die brauchen wir viel. Ihr habt da alle schön mit Wasser eigentlich. Ich verstehe diesen Sinn nicht, dass die keinen Zugang zum. Die haben doch hier alles. Also ich kann euch gerne. Direkt hier auch noch Wasser machen, ne? Und euch den auch noch auf Priorität setzen, damit ihr merkt, dass mir das ernst ist, ne? Mit dem ganzen Zeug hier. Auf jeden Fall finde ich das nicht so toll, dass hier so viele am Kränkeln sind. Okay, mal. Oh. Also das ist nur ein Transportwagen für. Wer fährt den Wagen? Ah, ich wollte schon sagen, da muss doch irgendwann mal der Jäger kommen. Da war ein Vetter. Oh ja, fetter Bär. Hilfe. Gebäude wird angegriffen vom Raubtier. Und bleibt da bloß drinnen, ne? Haben wir den jetzt einfach so gefüttert? Ich glaube, der wurde einfach so zufriedenstellend gefüttert und verfüttert. Und dann haben sie alle gesagt, ist okay. Ist okay, wenn du das magst, ist das völlig, völlig gut so.
Ich hätte gerne ein Reparationssymbol, mit dem ich hier irgendwas machen kann. Oder ich bin zu blöd dafür und sehe das einfach nicht, wo das so ist. Kann natürlich auch sein, ne? Bei den hier, den sehe ich ja auch nicht, wo der sein soll. Schwere Werkzeuge, da weiß ich ja auch nicht, ne, wo das hergestellt werden soll. Eigentlich weiß ich so gut wie ja nicht. Nur, dass wir Bäume brauchen. Und ganz viel Scheiß, weil wir bei jedem ein bisschen zu wenig haben. Gut, aber wenn wir jetzt hier so schneiden, würde ich sagen, dann schneidet da eben, oder nur ein Haus schneidet erstmal. Ne, das ist ja das hier mit zwei Produktionsleitern. Dann können wir jetzt hier von den alles wird knapp werden, ne? Brennholz knapp, alles wird knapp. Ne, die Sammler können wir ja nicht. Lebensmittelhändler. Also Nahrung kannst du ja gar nicht irgendwie weniger machen. Weil das wäre ja unser eigener dummer Tod. Bogner, vielleicht nur ein Bogner. Und dann können die ein paar so rumlatschen. Aber wir haben doch das noch nicht fertig hier hinten, oder? Ist ja nur ein Lagerhaus. Händlerposten. Was ist das andere hier große? Nee, wo waren das da? Das hier. Das ist ja nur der Markt. Okay. Weil wenn wir nicht sagen, wir holzen hier irgendwas nieder, hier hinten, wird es ein harter Winter, sag ich euch jetzt, so wie das. Also sollten wir gucken, dass hier uns die Leute jetzt nicht wegsterben und dass wir irgendwie Holz kriegen, ne? Holz vor der Hütte. Guck mal, die sind schon fleißig, das ist gut. Das erste Mal richtige Holzprobleme, ne? Wo ist das ganze Holz hin? Ich glaube, die werten alles auf. Die werten ohne zu fragen alles auf. Das sollten wir mal aufstellen. Und deswegen haben wir kein Holz mehr. Ihr bösen, bösen Menschen. Weiß man nicht, was ihr aufgewertet habt, aber schlimm, schlimm, schlimm. Aber garantiert habt ihr was auch. Da. Die sieht ja schon ein bisschen besser aus als die, oder? Hier ist Stufe. Aktuelle Stufe. Ja, okay, doch nicht aufgewertet. Aber vielleicht, das machen die noch. Das verbieten. Nee, wir brauchen alles, was wir erstmal kriegen können. Puh, wir müssen das auf jeden Fall danach hinkriegen, sonst sieht es echt mies aus. Und ich hoffe mal, dass wir das auch so hinkriegen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.